Hallo und herzlich willkommen zurück zur Medieval Dynasty. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, neuer Tag und schon wieder schlechtes Wetter. Jetzt hieß die letzte Folge schon Schiedwetter. Kann ich also nicht normal machen. Aber es ist schon wirklich schlimm. Also, ja, ich habe einen ganz wichtigen Kommentar gehabt, der mich auf die Verfügbarkeit eines Kompostierers aufmerksam gemacht hat. Das würde ich gerne mal schauen, ob ich den finde. Müsste ja bei Landwirtschaft sein, oder? Scheune? Feldschuppen, Windmühle? Nee, hier ist er nicht. Dann bei Gewinnung vielleicht? Auch nicht. Lager? Auch nicht. Produktion? Kann ich mir nicht vorstellen. Küche? Ja, die Küche wäre halt auch nochmal so ein Punkt. Hier ist er aber auch nicht. Tierhaltung. Ja, wo ist jetzt der Kompostierer? Also bei Häuser ja wohl nicht. Gewinnung nochmal. Brunnen. Grabungsschuppen, Mine. Möbel, Fallen, Dekoration, Behältnisse. Da ist er auch nicht bei. Verschiedenes. Da, Komposthaufen. 4 Holzstämme. Ja, okay. Das machen wir jetzt. Hab ich ihn doch noch gefunden, bin ich ja froh. So, 4 Holzstämme. Ja, umso mehr wir haben, umso schwieriger wird es, die richtige Menge auszuwählen. So, wo stellen wir den hin? Ich würde sagen, hier wäre ein guter Ort noch. Naja, oder drüben eigentlich, weil, naja, jetzt müsste ich halt erstmal schauen. Wir hatten ja 37 Dünger, ob der jetzt hier auch verwendet wurde. Oder 38, na, scheinbar nicht. Aber ich würde den Kompostierer dann eher hier hinstellen. So, also, verschiedenes Komposthaufen, ja, wunderbar. Einfach hier so hin, zack. Öffnen. Dann nehmen wir mal den Kram. Kann ich jetzt wahrscheinlich nicht alle tragen. Doch, es geht. Wir kommen auf jeden Fall noch in angemessener Geschwindigkeit hin. Oh Gott, der steht schief. Na, egal. So, was packen wir rein? Die Beeren. Und die unreifen Beeren. Sehr schön. Nicht genug Platz am... Oh! Oh, alles klar, verstehe. Gut, in dem Fall muss ich den leider nochmal abreißen. ja, fast richtig. Warum bin ich eigentlich jetzt in der Ego, nicht mehr in der Ego-Perspektive? Was ist denn da los? Warum geht er immer wieder raus? Zerstören. Zack. So. Denn wir brauchen mehrere. Ja, jetzt habe ich keine Holzstämme mehr, ne? 2 habe ich noch. Okay, ich schmeiß noch mal kurz den Kram rein hier. Schleppen uns mit den ganzen Beeren vorwärts. Jetzt habe ich eine gegessen. Na egal. Ablegen. Oh Gott, jetzt habe ich die Unreife gegessen. Ich bin so bescheuert. 20% Vergiftung direkt. Läuft heute. So. Okay, wird uns aber nicht umbringen. So, dann holen wir uns mal nochmal 10 Holzstämme. Dann haben wir 12 und können 3 Komposter aufstellen. Und die stellen wir dann jetzt ganz stumpf hier daneben, neben die Scheune. So. Was? Verschiedenes Komposthaufen. So, jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen positionieren, dass ich es gerade hinbekomme. Gefühl sagt mir, dass das einigermaßen gerade ist, ist aber wegen des Bodens nicht leicht zu sehen.
Naja. Sagen wir es mal so. Ich hab's schon schlechter gebaut, glaube ich. Naja, und jetzt machen wir die Beeren da rein. Das kriegen wir auch auf jeden Fall alle unter. Oh, hallo Schwein. Was machst du denn hier? Da hinten ist einfach mal ein Stück Zaun kaputt gegangen. Ja, ne, Hauptsache er läuft nicht weg. Ich glaube aber, dass das nicht passieren kann. So, transferieren alles. Transferieren. So viel wie geht. Okay, haben wir alles drüben. Zwei haben hier in dem Fall gereicht. Gut. So, was für ein Zaun hier? Liegt es daran, dass hier ein Stock entstanden ist? Nee, das ist gar kein Stock. Ist einfach so kaputt gegangen, ne? Merkwürdig eigentlich. Was ist denn heute mit dem... mit meiner... Kann ich nicht mehr... Seht ihr, der ist noch da. Der ist einfach irgendwie... kaputt gegangen. So, ein einzelner Stock noch irgendwo. Oh, es ist so frustrierend manchmal. Guck mal, das andere Schwein sitzt da. Oder die Sau in dem Fall. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob das regelmäßig repariert werden muss. Könnte man ja mal schauen. Nö, die haben aber gar keinen Status so in dem Sinne. Hier sieht auch noch alles grün aus. Ich gehe mal zu den ganz alten Häusern. Wie es da so aussieht. Auch noch alles gut. Ja, das ist ja wunderbar. Nichts ist beschädigt in dem Sinne, dass es eine Reparatur braucht. Das gefällt mir. Dann, ja, dann bauen wir jetzt eine Küche. Wir bauen eine Küche. Wo bauen wir die Küche? So sieht die aus. Man könnte die hier zwischensetzen, weil das hier beides war. Ja, dann geht natürlich... Ich weiß nicht, ob die Beerenbüsche dann verschwinden. Ich fände es ehrlich gesagt ganz cool dann. Wenn nicht, machen wir es nicht da. Doch, die verschwinden. Gut, okay. Ja, müssen wir dann halt Beeren woanders suchen. Aber es gibt so viele Spots, wo wir Beeren finden, dass das kein Problem ist. Und so ist die Lücke da gut genutzt. Ah, Moment mal. Ja, ich kann das und will das auch hier bauen, aber ich muss das ein bisschen weiter nach links setzen, weil ich möchte hier noch einen Pfad, hier soll noch ein Pfad zwischendurch gehen. So, das heißt, nochmal neu. So. Genau. So, holen wir uns ein paar Steine und jede Menge Holzstämme. Wir haben offensichtlich auch viel Kram dabei. Muss ich gleich mal schauen. Ach ja, die vier Holz... Ah ja. Komm, die lassen wir nochmal hier. Leder bleibt hier. Stöcker, gut, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir zu viele Sachen tragen. Vielleicht muss ich beim Werkzeug wirklich reduzieren auf das, was wir unmittelbar brauchen. Okay, jetzt nur noch Stöcker und Stroh.
Stöcker und Stroh macht uns froh. Oh Gott. Also, Holzstamm weg. Stroh und Stock rein. Ich habe nicht gezählt, wie viele Dachelemente es sind. Ach, und da muss auch noch ein Holzstamm hin. Das habe ich übersehen. Mist. Sowas ärgert mich. Das ist so Kleinigkeiten. Man will ja alles immer möglichst effizient machen. Also ich bin zumindest so. Und ja, mache ich auch nicht immer. Ist mir auch klar. Aber wenn ich es dann gerade mache, dann ärgert mich umso mehr, wenn ich so ein kleines Stück hier übersehe. Dabei bin ich ja nochmal, zumindest dachte ich das, überall drüber gefahren. Da müssen auch nochmal Holzstämme hin. In diese kleinen. In diese. Ja, in dieses kleine Schrägding. So. Jetzt haben wir uns richtig verausgabt. Jetzt brauchen wir noch einen Holzstamm. Ich hoffe, dass das ein zusammenhängendes Element ist, aber ich glaube schon, weil beides grün ist. Einmal Holzstamm, bitte. Jo, fertig. Küche. Da haben wir sie. Brei. Anderes. Ah, hier sind die anderen Sachen wie Käse, Quark, Rühreier mit Pilzen, Rühreier, Fleisch mit Soße, Zwiebel, gebratenes Fleisch. Ah, hier kann ich gebratenes Fleisch dann auch verarbeiten. Gut, okay. Mit Zwiebeln natürlich und Suppen. Also alles in allem genauso, wie wir das kennen. Backofen. Hier können wir Brot backen, Kuchen und Pasteten mit Torten. Und es gibt sogar viele verschiedene Brote. Und verschiedene Küchlein und verschiedene Pasteten. Und Tarts. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt würde ich aber diesen Weg hier nochmal überarbeiten. Das heißt, so, jetzt erstmal gucken, ob man den richtigen erwischt. Moment. So. Okay. Ja, das bleibt und dann wechseln wir auf Bauen, Weg. Jetzt mache ich einfach von hier nach hier ein Stück. Dann von hier so entlang.
Erstmal bis hier. So in der Form. Ja. So, lassen wir es erstmal. Und hier in der Mitte müssen wir mal gucken. Irgendwie Deko, ne? Lagerfeuer, Bänke und so, hatte ich ja mal gesagt. Vielleicht auch nochmal irgendwie. Vielleicht kann man noch so kleine Sachen bauen. Geht bestimmt, aber das sehen wir dann. Okay. So, in der Küche, ja, müsste natürlich jetzt auch irgendwann jemand arbeiten. Erstmal ist die hauptsächlich natürlich auch für uns gemacht. Jetzt gucke ich mal kurz, ob wir hier irgendwie noch, ja, wir müssten jetzt mal ein bisschen Fleisch machen, weil unsere Leute nicht mehr genug zu futtern haben. Das heißt, wir nehmen mal eine große Portion des Fleisches mit und verbraten die einmal. Kriegen ja Neues noch, wenn dann das erste Mal, seht ihr? So, wenn dann das erste Mal cool da ist. Ja, das muss ich ja jetzt hier auf dem Grill rausmachen, so. Einmal Fleisch. 80 Stück. Da haben die Leute auf jeden Fall wieder genug zu essen. So, wir müssten auch mal. Das heißt, wir werden gleich mal abzweigen und schon sind es nur noch 70 Fleisch. Ich hoffe nur, dass die Bewohner halt nicht so viel Speisen verbrauchen wie wir. Wir brauchen mal neue Eimer, ne? Seht ihr das? Da sind ganz viele Eimer weg. Das heißt, ich schau mal kurz, woraus die nochmal gemacht werden. Ich meine aus Stämmen ohne Stöcke. Eimer aus Brettern, ne? Da müssen wir Holzstämme holen. Ja, hier muss eigentlich auch doch noch eine Straße, eine Querstraße zwischen. Eine. Naja, Straße, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine. So, nehmen wir mal. Nehmen wir mal 20 Holzstämme. Klar ist das zu viel, aber wir machen die jetzt komplett zu Brettern. So. Einmal bitte freimachen, Dankeschön. So, dann haben wir 40 Bretter. Oh, dann machen wir auf jeden Fall mal 10 neue Eimer, würde ich sagen. Na, machen wir erstmal 6. Nicht übertreiben. Wahnsinn, was hier auch noch alles geht, ne? Also hier natürlich auch die Fackeln, aber Schöpfkellen, Holzlöffel, Holzteller, Holzschalen benutzen wir momentan. Also, Wahnsinn. Wahnsinn. So, und die packen wir jetzt ins Lager. Dann können die nämlich auch befüllt werden vom Brunnen aus. So. Na, lässt du mich da rein? Oh, warte mal. Arbeitet am Brunnen überhaupt noch jemand? Oder hatte ich denjenigen... woanders hingepackt? Ja, der Brunnen hat gar keinen Arbeiter mehr. Ha. Weiß ich nicht. Damoka ist übrigens... Damoka ist das erste Kind übrigens. Was ist denn mit denen los?
Ah, die haben kein Haferkorn, okay. Ja, Damroka ist das Kind, das erste. Kann natürlich noch nicht arbeiten. Aber jetzt ist die Frage, ziehe ich irgendwo jemanden ab? Am ehesten den Fischer. Am ehesten den Fischer. Ja. Also, Evalda arbeitet ab sofort beim... Wo ist denn der... Hallo? Da oben. Beim Brunnen. So. Evalda. Genau. Gut, 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 gut. Ah, und Skabimira arbeitet im Moment gar nicht. Deswegen ist der Brunnen auch unbesetzt, weil Skabimira ist als Mutter tätig. Ja, das erklärt einiges. Wir gehen mal zu Ludomira, unserer neuen Angebeteten, um ihr unsere Aufwartung zu machen. Den Hammer stecken wir weg. Was ist denn mit ihr los? Warum läuft sie so? Hallo! Friend. Romantik. So, wie geht's dir, meine Schöne? Das ist ekelhaft. Hier, Ehrlichkeit bewundern, das geht immer. Ah, plus 7, seht ihr, das ist gut. So. Das ist intellektuell, das ist sie eher nicht, deswegen machen wir nochmal einen Witz hier. Gibt auch nochmal plus 5. Jetzt sind wir schon mal 49%. Boah, plus 7, super. Das war's, mehr können wir nicht. Aber wir sind jetzt schon weiter als bei der anderen Dame. Deswegen finde ich, bleiben wir jetzt auch dran. So, ja, das ist das Haferfeld. Jetzt müssten wir eigentlich Haferkorn kaufen. Jetzt wollten wir ja was verkaufen, ne? Die Säckles. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch dabei habe. Ja, 37 Säckchen. Deswegen wiege ich übrigens, ist wahrscheinlich, wie viel wiegen die? Ja gut, 5,5 Kilo. Warum sind wir denn jetzt überladen noch? Ach, die Bretter. Die Bretter. Okay, so. Dann rennen wir jetzt nach Gustovia. Verkaufen die Säckle. Und... Eigentlich würde ich auf dem Rückweg auch gerne einen Abstecher bei der Mine machen. So, Messer braucht einen Stöcker. Und wenn wir jetzt Kupfermesser machen wollen, dann brauchen wir natürlich auch Kupfer. Ah, die Hirschschädel nehme ich übrigens auch mal mit. Da und Kupferbarren. So, wir machen jetzt ein paar Kupfermesser zum Verkauf. Ich mache aber erst nur einen, weil ich erstmal sehen will, was die wert sind nochmal. So, Kupferwerkzeug. Ja, 10 Stück könnten wir jetzt mit dem Material herstellen. Ich mach mal eins und wir schauen, was der Verkaufspreis ist. Weil fürs Haferkorn brauchen wir natürlich Geld. So. Kupfermesser. 110, naja. Machen wir noch ein paar von. So. Gut, jetzt aber. Und Durst haben wir. So, die Fischerhütte ist dann im Moment unbesetzt. Nur nochmal zur Erinnerung. Ach, wir können auch schon wieder mit Alvin sprechen, sehe ich gerade. Er ist auch schon wieder. Ja, klar, wir haben ja den nächsten Tag.
frage mich gerade, wir sammeln ja Beeren im Grabungsschuppen. Nicht im Grabungsschuppen, in der Kräuterhütte ist das. Ah, falsche Jahreszeit. Ja, okay. Seht ihr? Ich wünschte, man könnte das einfach hier irgendwie schneller machen. So, was geht denn jetzt? Johanniskraut ginge zur Entgiftung, aber ich würde dann eher breitwegerig machen. Okay, gut. Weiter geht's. Frühling sind übrigens nicht Herbst, da habe ich gerade Blödsinn erzählt. Falsche Jahreszeit deswegen, weil die noch nicht reif sind. Weil wir können die ja jetzt ernten und zum Verderben lassen ist das ja auch alles gut. Aber die Arbeiter ernten die erst, wenn sie reif sind. So, wird schon wieder dunkler. Also schnell noch einen Händler erwischen, der uns den ganzen Kram abnimmt. Guck mal, hier ist ja direkt einer. Konrad. Never disappoint. Was wollen wir jetzt verkaufen? Genau, also, nee, nicht die Kupferbarren. Erstmal die Hirschschädel. Die will er nicht. Doch, da sind sie. Ja, die sind halt nichts wert, ne? dann die Säcklein. Das ist auf jeden Fall schon mal was wert. Jetzt haben wir nicht mehr viel Geld, deswegen suchen wir uns einen anderen Händler. Also, er hat nicht mehr viel Geld, besser gesagt. Und einen anderen Händler hätten wir dann da. Kommt Domonjäger, dann verkaufen wir ihr jetzt die Kupfermesser. Ja, jetzt haben wir wieder Geld. Und jetzt kaufen wir uns Haferkorn. So, und der Haferkornhändler, der ist gerade da hinten. Hier steht er rum. Der gute Edwin. Hallo, Edwin. Haferkorn, gib uns Haferkorn. Nee, Moment, brauchen wir Haferkorn? Nee, wir brauchen Hafersamen, ne? Hafersamen sind nicht da. Jetzt ist die Frage, ist das wieder so eine Sache, wo man wieder... Sind das Leinsamen? Nee, Leinsamen ist das nicht. Warte mal. Warte mal. Also Hafer ist Hafer. Da muss es dann auch Samen geben. Jetzt können wir ihn ja mal fragen. Wo finde ich Händler? Landwirtschaft. Ja gut. Holnica, Gostuvia, Denica. Da können wir leider nicht so fein rein. My wares never disappoint. Wird im Herbst geerntet. Ach hier, oder in einem Säckchen beim Säen auf den Feldern im Frühling. Doch, das ist Haferkorn. Das ist schon richtig so. So, wie groß ist unser Feld? Weiß ich nicht mehr. Ich nehme mal 30 mit. So. Haferkorn. Was brauchen wir jetzt nochmal für Tierfutter? Habe ich vergessen. Ich glaube Hafer und... Ja. Aber wir haben schon mal Hafer. So.
Dann gehe ich jetzt zurück zum Dorf, Leute, und wir beenden die Folge hier. Es ist dann eh dunkel, dann würde ich schlafen gehen und in der nächsten Folge holen wir uns noch ein bisschen mehr Kupfer. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.